Green Secure. Mehr Freude an IT. Warum heißt das eigentlich www? Ja, wir benutzen das jeden Tag, völlig selbstverständlich. Aber weißt du eigentlich auch, warum das www heißt? Ja, das ist natürlich klar, das weißt du ganz sicher. Und zwar steht das www für World Wide Web. Ja, zu Deutsch weltweites Netz. Ja, und die Kurzform wird halt auch, kennst du sicherlich auch, als Web bezeichnet. Und in der Anfangszeit, gerade in den USA, wurde es auch mit W3 abgekürzt, ja. Und was ist das WWW jetzt eigentlich genau, das wir da so jeden Tag benutzen? Also das WWW oder Web oder W3 genannt, ist ein über das Internet nutzbares System, um elektronische Dokumente, ja, sogenannte Websites abzurufen. Das ist eigentlich das WWW. Und diese Websites werden in einer Sprache, im HTML werden die beschrieben. Ja, das ist eine Beschreibungs- oder man sagt offiziell eine Auszeichnungssprache. Also nicht zu verwechseln mit einer Programmiersprache, das ist wieder was ganz anderes. Und das WWW, das zeichnet sich dadurch aus, dass diese Websites untereinander durch Hyperlinks, also wir sagen Links dazu, ja, hat nichts mit links oder rechts zu tun, sondern Hyperlinks, kurz vorm Links, ja, dass diese Websites untereinander mit Links verknüpft sind. Das ist eine der wesentlichen Aspekte des WWW. Und was für dich sicherlich noch ganz wichtig zu wissen ist, dass dabei die Protokolle HTTP und auch HTTPS verwendet werden. Also die sind dafür zuständig, dass diese Websites übertragen werden. Und ich bitte dich, falls du das noch nicht wissen solltest, achte bitte in Zukunft immer darauf, wenn du auf eine Internetseite mit deinem Browser gehst, ob das auch eine HTTPS-Verbindung ist. Ja? Das siehst du oben links neben der Adresszeile an so einem Schlosssymbol. Daran kannst du das erkennen. Und was ich noch wichtig finde, dir zu sagen, das WWW, das dürfen wir nicht mit dem Internet gleichsetzen. Ja, das ist zum Beispiel auch sehr wichtig, das mal zu wissen, das mal gehört zu haben. Denn das eigentliche Internet gab es schon davor. Das gab es schon vor dem WWW oder dem Web. Ja, und das WWW ist einfach nur eine von vielen Varianten des Internets. Und falls du mal andere Varianten wissen möchtest, die im Internet genutzt werden, ist zum Beispiel E-Mail. Ja, E-Mail ist nicht WWW oder E-Mail ist nicht Web. Der IRC-Chat wirst du wahrscheinlich eher nicht kennen, vermute ich jetzt mal. Ja, der Internet-Relay-Chat, das war gerade in den 90ern ein sehr, sehr viel genutztes Chatprogramm. Ja, und SSH-Verbindungen und viele andere Dinge. Das sind Dienste, die man im Internet nutzen kann, die aber mit dem WWW, also dem Web, überhaupt nichts zu tun haben. Ja, und du brauchst natürlich einen Webbrowser, um diese Websites abzurufen. Ja, der lädt dann die Daten, die Dateien herunter oder die Daten herunter und zeigt sie dir dann an. Ja, der weiß genau, was er da machen soll. Der hat so eine sogenannte Engine. Und er weiß, wie er diese Beschreibungssprache oder Auszeichnungssprache HTML bei dir auf dem Bildschirm dann anzuzeigen hat. Ja, und jetzt hast du sicherlich schon ganz oft den Begriff gehört, im Internet surfen. Ja, warum, woher kommt dieser komische Begriff? Der kommt einfach daher, dass diese ganzen Websites mit Links untereinander verbunden sind. Ja, und dann klickst du auf einen anderen Link und das nennt man einfach surfen. Also quasi, du surfst durch die Websites, durchs Internet, durchs Web, von einer Seite auf die andere und das nennt man halt im Internet surfen. Und das ist übrigens auch ganz lustig, weil das ist eine Strategie von vielen Suchmaschinen oder von den meisten Suchmaschinen, dass die durch dieses Weiterführen von Links, also dieses Nachverfolgen von Links auf anderen Websites, das Internet durchforsten auf neue Inhalte und ihre Datenbank für die Suchmaschine aktualisieren können. Ja, ja, so ein ganz kurzer Hintergrundinfo. 1989 wurde das WWW von Tim Berners-Lee im CERN in Genf entwickelt. Ja, das ist in der Schweiz
direkt an der französischen Grenze. Und in dem Zusammenhang hast du vielleicht auch vor kurzem mitbekommen, dass das Web oder www ja, Geburtstag hatte, jetzt 30 Jahre alt vor kurzem geworden ist. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Ist übrigens sehr interessant zu wissen, dass der Entwickler vom www das mittlerweile heute alles etwas kritischer sieht, wie sich das www entwickelt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, zum Schluss möchte ich noch eine wichtige Anmerkung bringen. Denn das www, das ist jetzt eine technische Geschichte, ist eigentlich nur eine sogenannte Subdomain von dem Server, wo die Seite abgerufen wird. Ja, Subdomain musst du dir vorstellen wie ein Unterbegriff oder ein Untername von dem Server, wo es abgerufen wird. Du könntest es theoretisch auch einfach nur fahrrad.server.de nennen. Also anstatt www.server.de steht dann da Fahrrad. Das wäre auch technisch möglich. Aber der Grund war damals der, dass sich das www als Standard, gerade in den Anfängen, ja, ich sag mal 80er, 90er Jahre, als sich das durchgesetzt hat, dann, dass das www als Standard verwendet wurde. Ja, damals war dann allen klar, okay, unter www.schlagmichtot.de finde ich auch wirklich die Website auf dem Server und nicht irgendeinen anderen Dienst. Ja, denn wie ich schon gesagt habe, gibt es im Internet noch eine Menge andere Dienste, die man nutzen kann und nicht nur das www. Das so als kurze Hintergrundinfo. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen was gebracht. Ja, kommen wir zu dir. Jetzt habe ich mal ein paar Fragen. Wie lange benutzt du schon das Web? Wie lange surfst du schon durchs www? Ja, und was schätzt du, was denkst du, wie hat sich das www deiner Meinung nach verändert? Gerade in der letzten Zeit, letzten Jahren. Und was glaubst du, wie geht das vielleicht in der Zukunft auch weiter? Meinst du, wir surfen in der Zukunft immer noch auf irgendwelchen Websites? Oder meinst du, das läuft irgendwie anders? Deine Meinung hier unten bitte in die Kommentare, da freue ich mich drüber. Ja, vielen Dank und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Dein Christoph. Hey, hat dir das gefallen? Dann gib uns doch bitte einen Daumen nach oben. Über einen Kommentar hier unten würde ich mich sehr, sehr freuen. Und auf jeden Fall nicht vergessen, hier unten rechts die Glocke zu aktivieren. Danke dir!